Gut, ihr lieben Makerlein. Ja, nächster Tag. Was ist heute angekommen? Ich versuche nicht so viel zu wackeln, damit es nicht so verschwommen ist und alles drum und dran. Was ist alles passiert seit gestern? Ich stelle euch mal dahin diesmal. Ha, hallo, guten Tag. Mein Handy packe ich mal dahin. Genau, was ist passiert seit gestern? Ich habe gedruckt. Und zwar ein Makerbot. Der zweite druckt gerade auf dem Mini da unten mit dem Azure PLA, Azure Film PLA in grün, wie man hier sieht. Und was habe ich gesagt? Paaren 20, Paaren 30 Gramm braucht der Drucker, um das Ding zu drucken. Jo, sieht man, hier ist noch ein bisschen was übrig von den 50 Gramm, die geschickt haben. Also wenn es überhaupt 50 Gramm waren, meinst du das? Ja, genau. Was kann ich dazu sagen? Das Bild von den Layern ist echt cool. Die kleinen Fehler, die drin sind, schiebe ich jetzt mal auf den Drucker zurecht. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, glaube ich, dass er mit den 215 Grad Standardeinstellungen nicht zurechtkommt. Also jetzt mal hier zum Vergleich. Das ist der, ich weiß nicht, kriegt ihr das zu sehen? Das ist der Original. Ja, das ist der mit Azure Film PLA. Da seht ihr, der hat hier oben so ein bisschen Schwund drin. Da gehe ich mal einfach davon aus, das kommt durch... durch die zu hohe Hitze. Denn wenn man sich das hier anguckt, das ist KVP-PLA. Das ist nicht ganz so schön, weil ich das zu schnell gedruckt habe. Trotzdem immer noch ganz schön, aber der hat solche Stellen nicht. Ja, nochmal die Hand davor. So. Ich hoffe, das ist scharf. Wenn nicht, kriegt er nachher noch ein bisschen B-Roll mit rein. Genau das gleiche mit 3DK. Der ist jetzt extrem langsam gedruckt. Also da gibt es gar nichts zu meckern. Auch nicht mal hier oben beim Support entsprechend, wo die Stelle war. Gibt es gar nichts zu meckern, das sieht echt super aus. Was mir aber hier gut gefällt, ist die Farbe. Also die ist nochmal ein bisschen im Vergleich ja deutlich unterschiedlich. Also man sieht, das ist warm gemacht halt entsprechend, das ist gedruckt und das ist halt normal. Da kommt nochmal ein bisschen mehr das Petrol raus. Finde ich aber nicht schlecht, ist ganz cool die Farbe. Wie gesagt, das graue druckt gerade und wenn das fertig ist, drucke ich das PETG und ich drucke die auch explizit immer alle mit Standardwerten, also mit dem Generic PLA vom Mini, mit dem Generic PETG vom Mini, ganz einfach, um festzustellen, wo sind die Unterschiede, ja, dass man da vielleicht nochmal ein bisschen als Ausgangspunkt das Ganze nutzen kann, um das wirklich vergleichen zu können, weil es bringt nichts, wenn ich jetzt hingehe und das Ganze tweake und dann am Schluss der Makerbot ganz cool aussieht. Ich habe ja da noch ein bisschen, da kann ich noch ein bisschen mit rumtweaken, dass ich das Ganze nochmal ein bisschen kälter drucke oder sowas, um zu gucken, ob das dann wirklich besser wird. Das werde ich euch dann die nächsten Tage erzählen. Jetzt erstmal drucke ich den grauen nochmal ganz normal, um zu sehen, ob das jetzt nur in der grünen Farbe gelegen hat. Müssen wir halt mal rausfinden. Genau. Dann habe ich gestern was vergessen zu sagen. Und dann bin ich, muss ich sagen, vielmals sorry dafür. Die Firma Inkryon hat ja ein Paket geschickt. Und die hat nicht einfach nur ein paar PETG-Rollen geschickt, sondern die haben natürlich noch viel mehr geschickt. Zum einen haben die hier so einen Riesenbatzen, da liegt noch eins, einen Riesenbatzen Gummibärchen geschickt. Werde ich als Nervennahrung nutzen. Vielen Dank. Dann haben die Sticker entsprechend uns zukommen lassen. Hier noch so ein paar Druckbeispiele. Das sind jetzt solche Hygienehandgriffe, die sie dazu gepackt haben. Auch ganz cool. Danke dafür. Und die haben nicht nur PETG geschickt, sondern nein, die haben zwei Rollen PETG von diesem PETG-Glas, wie sie es nennen. Und zwei von diesem Performance-PLA. Auch in Blau, in Crayon-Blau, glaube ich mal, ist das. Sieht zumindest mal danach aus. Ist auch eine schöne Farbe. Werde ich auch mal nachher, wenn der Azure Film Druck fertig ist, werde ich das auch mal auf den Drucker hauen. Über das PETG Glas werde ich noch mal gucken, wie ich das getrocknet bekomme. Ich habe einen Dörrautomat da, den muss ich nur rüberholen und anschließen. Und mir dann entsprechend mal eine 50 Gramm Probe oder sowas in Richtung abknipsen, dass ich das Ganze dann trockne und dann von da aus direkt entsprechend auf den Drucker schmeiße. Aber ja, bin ich mal gespannt, wie die Materialien sich drucken lassen. Bis jetzt bin ich schon mal positiv überrascht von der Verpackung und allem und von der Art und Weise, wie sie es gewickelt haben. Ist nicht ganz so schlimm wie bei manchen anderen Herstellern. Und ja, aber ich habe noch eine kleine Überraschung für euch. Und zwar haben die nicht nur zwei Rollen geschickt, sondern die haben vier Rollen geschickt. Und ich wollte erstmal mit denen Rücksprache halten und habe den Herrn von Inkryon angeschrieben und gesagt gehabt, hey, vielen lieben Dank, aber vier Rollen sind, glaube ich, zwei zu viel. Dürfen wir die dann verlosen? Und er hat gemeint, ja, klar, ist kein Thema, darfst du raushauen. Mach ruhig, sind wir voll und ganz dafür.
Und deswegen habe ich jetzt hier einmal nochmal, also genau das gleiche, was ich ausgepackt habe, einmal ein Performance PLA in Blau und einmal ein Glas Pen PET in Clear Blue. Das Clear Blue, das habe ich euch gestern ja schon versucht so ein bisschen zu zeigen. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht, aber das ist richtig schönes, sattes Blau. Das ist so ein richtig schönes, sattes Königsblau, wie ihr es normalerweise aus den Tintenfüllern kennt. Wenn ihr die Patronen so gegen das Licht hält, so ungefähr sieht es aus. Macht einen richtig schönen Eindruck, die Farbe. Und da haben wir jeweils eine Packung zu verlosen. Das heißt, es gibt da in der Hinsicht zwei Hauptpreise. Und wir verlosen noch hier so ein paar Sticker. Also es gibt einmal so eins, wie viel sind es jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf Sticker. Und ich sage, jeder kriegt einen blauen und einen weißen Sticker. Das heißt, wir haben nochmal fünf kleine Nebenpreise entsprechend, die wir weggeben können. Die Gummibärchen bleiben hier. Da könnt ihr mich nicht zu überreden. Die bleiben hier als Nervennahrung und die kann ich gerade gut gebrauchen. Aber die Sticker und die Filamente gebe ich gerne weg, damit ihr auch die mal testen könntet und dann entsprechend eure Review oder eure Erfahrungen mit anderen teilen könnt. Und das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ist den Kanal abonnieren und entsprechend unter die Kommentare schreiben, was ihr damit drucken würdet und auf welchem Drucker. Mehr müsst ihr nicht machen. Und die Leute, die das gewinnen, werde ich dann in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten irgendwann, wenn ich dann dran denke, hoffentlich eher bald als gar nicht, werde ich dann entsprechend verlosen. Genau. Das machen wir auch alles ganz transparent. Vielleicht nochmal in einem Stream, in einem kleinen oder sowas Richtung. Donnerstags zur Information wird es jetzt keinen Stream geben, weil donnerstags, jetzt am Donnerstag machen wir quasi so einen kleinen Kurzurlaub, so ein, zwei Tage. Von daher wird es da keinen Stream geben. Genau. Und dann habe ich mich eben riesig gefreut. Ich habe mich sowas von riesig gefreut. Ich hoffe, dass es das ist, was ich vermute. Aber wenn ein Paket aus China in einem rechteckigen Format ganz flach kommt und mit Zoll noch belastet ist, dann kann es eigentlich nur eins bedeuten, nämlich, das kommt jetzt woher? Aus Shenzhen, okay, nee, Shanghai. Dann kann es eigentlich nur eins bedeuten, nämlich, dass das Paket von Kinovo ist. Und Kinovo, wissen alle Leute, die mal in Wuhan gebaut haben, ist die offizielle Heizmatte. Und ich habe ja nicht nur eine bestellt. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich es aufkriege. Wenn das natürlich nicht drin ist, dann erlebt er mich gleich, wie ich heulen zusammenbreche. Von daher hoffe ich, dass das funktioniert, weil ich habe keinen Bock, heulen vor der Kamera zusammenzubrechen. So. Puh. Ja. Gucken wir mal. 3M, das sieht gut aus. Ja, das sieht richtig, richtig gut aus. Richtig, richtig gut. Oh ja. Oh. Yes. Da ist sogar noch was kleines Schönes, so ein Bämpelchen dabei. Finde ich auch ganz cool und als nettes Detail. Okay, gut. Legen wir mal zur Seite, lassen wir mal dekontaminieren, wegen Corona und so, ne? Das große böse C-Wort, ja, ich habe es gesagt, ist ja gut. Jetzt könnt ihr mich alle wieder hassen oder lieben oder was weiß ich auch immer. Hauptsache ihr liked das Video, das ist ganz wichtig und abonniert den Kanal, weil wenn ihr nicht verpassen wollt, wie ich die Dinge einbaue, müsst ihr natürlich auch mit dabei sein, ne? So, aber das ist ein bisschen Kuddelmuddel hier gerade. So, da haben wir es. Genau, Kinovo 220 Volt 100 Watt Heizmatte. Jetzt denkt ihr, Moment mal, der Voron ist doch eigentlich ein gutes Stück größer. Ja, ist er auch. Aber wir haben noch den kleinen Voron, den Mini-Voron, den Zero, der hier drin versteckt ist. Beziehungsweise das Druckbett, das hier drin versteckt. Ich war schon überrascht, weil das Druckbett ist eigentlich gar nicht so viel kleiner wie der Drucker, aber es gibt die, glaube ich, gar nicht kleiner. Von daher sollte das passen. Und halten wir mal dran. Passt. Check. Das ist soweit okay. Davon habe ich auch nicht nur einen, sondern auch gleich zwei bestellt. Ja, das sind die Dinger hier. Ups, da ist wieder Kabelwirrwarr in der Packung. Guckt mir in die Augen, Leute. Ja. Genau. So, das ist wieder Kabelwirrwarr. Das heißt, wir haben jetzt da zweimal Heizbett Voron Zero. Und dann haben wir noch einmal, zweimal Heizmatte Voron in echt groß. Also der 250er. Das ist also die Heizmatte für den 250er. Die ist 200x200 groß und hat 220 Volt und 500 Watt. Ist schon ordentlich eine Hausnummer. Es gibt, glaube ich, nur noch einen Hersteller hier in Deutschland. Also, wie heißen die anderen nochmal?
Friday Kreativ oder sowas, ich weiß nicht mehr, die, da kann man nicht mehr bestellen, leider Gottes. Und ansonsten gibt es nur noch Fehlerfarm. Und ich habe gedacht, okay, für den ersten Moron bestelle ich die Dinger halt wirklich original, so wie es sich gehört. Und falls irgendwas kaputt geht oder wir nochmal ein neues brauchen, wo ich nicht von ausgehe, weil das Ding soll eigentlich halten, dann bestellen wir die bei Fehlerfarm, weil es einfacher, schneller und nicht so viel Zoll drauf. Genau, und davon habe ich auch gleich zwei Stück bestellt, weil wer aufmerksam zugeschaut hat, da ist noch so ein kleiner Flyer dabei. Das finde ich interessant. Die bringen nicht nur auch so rechteckige Dinger raus, also so quadratische Dinger, sondern auch hier so kreisförmige. Und hier oben sieht man solche Streifen halt. Also man kann die wirklich in allen möglichen Farben und Formen irgendwie dran kleben. Da hinten dran gibt es hier nochmal einen ganz kleinen Streifen. Auch interessant. Aber ich muss sagen, die machen einen echt hochwertigen Eindruck. Und wer aufgepasst hat, ich werde ja nicht nur einen Boron bauen, sondern ich werde ja noch einen zweiten bauen. Also noch aus dem Ender 3, der drüben steht mittlerweile, genau, werde ich noch einen 1.6er bauen, beziehungsweise einen 1.8er, sobald der 2.2er läuft. Und werde noch den zweiten Ender 4, genau. Und den zweiten Ender 4 werde ich auch noch zum 1.8er umbauen. Und mal schauen, wie es denn da weitergeht, genau. Ja, that's it. Das ist das, was heute passiert ist. Es ist auch schon fast meine Mittagspause rum, das heißt, ich arbeite auch gleich nochmal weiter. Ich hoffe, euch hat das kleine Video und das kleine Update gefallen und der kleine Vlog. Mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, hilft mir unheimlich weiter. Und wie gesagt, wenn ihr die Filamente gewinnen wollt oder eines der Filamente gewinnen wollt, schreibt unten drunter, für was ihr die benutzen würdet und mit welchem Drucker ihr das verdrucken würdet. Und in diesem Sinne sehen wir uns morgen wieder, würde ich sagen. Bis dahin, happy printing!